Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Valheim mit fernen Grüßen. Hi. So, wir haben ja jetzt letztes Mal schon die Krochstelle so ein bisschen vergrößert und so, dass es auch abdampfen kann. Jetzt müssen wir natürlich noch gucken, dass wir da Feuerstellen reinmachen und ich hoffe, das klappt, dass man das dann übers Feuer stellen kann. Und dann machen wir hier einen so einen Zinnkochtopf mal hin. Und auf den anderen können wir ja dann nochmal Racks machen zum Befeuern und so. So, das heißt, wir brauchen jetzt erstmal Feuer, dafür brauchen wir noch Holz. So. Dann setzen wir da noch einen hin und da noch einen hin. Alter, das ist jetzt aber hier. Oh. Da hat irgendjemand gekocht, aber Kohle nicht abgeholt. So, jetzt brauchen wir... Irgendwie ein Déjà-vu. Wieso? Das hast du nämlich schon mal in einer Folge gesagt. Echt? Okay. So, jetzt brauche ich nur 10 Zinn und eine Schmiede. In der Nähe. Okay. Das heißt, wir müssen dir, wenn du nachher den Kochtopf auch haben willst, brauchst du nachher noch eine Schmiede in der Nähe. Interessant. Ja, ich weiß, ich bin überladen. Ich kann das Holz noch wegpacken, aber das reicht auch nicht, weil ich habe zu viel Steine mit. Und ich habe nicht mehr gutes Essen drin, weil... nicht ausreichend. Verdammt, das reicht nicht, um wieder rumzukommen. Ah, selbst wenn ich das jetzt esse, ich muss die Steine abschmeißen. Kurz aufladen. Steine wieder aufheben. So, die Steine können wir hier erstmal wieder reinschmeißen. Die brauchen wir später noch. Und jetzt Kochtopf. Roher Fisch, Wildschwein, was? Metmischung geringe Ausdauer, was? Aha, 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 aha. Hallo, Kessel. Was können wir denn? Wildschwein-Dörrfleisch. Aha. Mager und salzig, wird aus Honig und Wildschwein hergestellt. 23 Gesundheit und 23 Ausdauer. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Was haben wir hier? Rohen Fisch. Ach, aus dem Barschen kann man Fisch machen. Okay, aber was das her macht? Ein guter Fang. Hä? Keine Ahnung. So, dann haben wir hier einmal Metmischung gesund. Gesunder Met. Muss fermentiert werden. Aha. Muss fermentiert werden. Okay, ich sehe schon. Ich sehe schon. Bärenmarmelade. Aha. Köstlich klassische Mischung. Heil 2 HP pro Tick. Dauert 20 Minuten. 40 Ausdauer aus den Blaubeeren und aus den Himbeeren. Okay. Ja gut, das heißt, wir müssen jetzt einen Fermentierer bauen. Das geht ja hier so nicht weiter. So, was brauche ich denn jetzt für den Fermentierer? Auch dafür brauche ich die Schmiede in der Nähe. Oh oh. Na gut, dann müsste ich den da hinstellen. Weil da drüben, oder? Hier, da drüben kriege ich ihn doch noch hin, oder? Ja. So, wir brauchen Harz, 5 Bronze und 30 Edelholz. Ne, gehe ich nochmal Edelholz kloppen. Ist soweit leer? Ne, Zinn habe ich noch bei. Okay, das heißt, wir schmeißen das erstmal wieder da rein. Was? Schmiede schon wieder leer? Oh. Na, das können wir ja nicht so sein lassen. Da haben wir ja noch ordentlich Kupfer.
Und ordentlich Kohle. So, hier nochmal rein. Und dann ganz viel Edelholz holen. Das heißt, wir müssen jetzt Alkohol. Mach die Birne hohl. No? Und so? Und dachte, ich kann mir jetzt wenigstens irgendwie was Simples kochen irgendwie. Aber so simpel ist das nicht. Immer aus der Weg, Nixer. So, wir haben ja auch eigentlich relativ viele Steine sonst noch. Könnte man ja auch mitnehmen. 10 halb aus wie Gräber. Und hier haben wir jetzt noch eine Birke. Okay, die ich one-hitten konnte. Da habe ich doch bestimmt schon mal drüber draufgeschlagen hier. So. Das gute, gute Edelholz. Ein Holz bräuchten wir auch nochmal ordentlich. Na, mal gucken. So, da haben wir die nächste Birke. Überleg's dir, Kleiner. Ich hau dich einfach auch so mit. War ein Problem. Oh, halt hier geteilten Schaden und so. So. Ich wollte gerade sagen, warum kann ich nicht mehr draufhauen, aber er rollt gerade weg. Bleibt doch hier. So. Haut hier gerade irgendjemand gegen dieses kleine Häuschen hier? Ach nee, da hinten ist ein Mausi. Die haut. Mhm. Ja, hallo. Ich hab dich gerade gesehen. Ich hab mich gewundert hier. Was haut denn hier die ganze Zeit? Das hört sich an, als wenn irgendjemand gegen Holz haut. Aber dabei ist das nicht Maus. So, 20 haben wir jetzt. Fünf Bronze ist ja eigentlich nicht so schlimm. Na, ich glaube, ich habe dann den... Wenn man Tiere dann sowieso auf den Kochtopf auf die falsche Stelle gesetzt. So, 30 habe ich jetzt. Jetzt brauchen wir noch Holz, Schmiede und Harz. Bronze brauchen wir auch noch 5. Da hoffe ich mal, dass wir irgendwie noch... Schade, dass die Rezepte da nicht richtig so angezeigt werden. Ich habe mir da ein bisschen mehr erhofft von dem Gekochten. Das heißt, ich erhoffe mir jetzt noch mehr von dem Fermentierer. So, hier schon mal nachwerfen. Hier ebenso. Jetzt. Einen können wir da reinschmeißen. Das können wir da auch reinschmeißen. Das werfen wir da. Wehe, du machst jetzt da Edelholz rein. Ich leg das mal kurz lieber ab. Mach mir sowas nicht. Ach, hallo Mausi. Mhm. Kutsching. So, ich habe jetzt 7 davon. Das heißt, ich bräuchte jetzt eigentlich nur 5 davon und davon welche. Laufen wir mal rüber. Machen wir einmal 5 Bronzebahnen. Dann mache ich nochmal 1 Bronze. So. Dann wieder rüber watscheln. So traurig wieder mein Leben ist. Bogen. Ja, kriegst du sofort.
musst du aber nochmal nachreparieren. Danke. Es ist Max-Stufe, ne? Oh, cool. Geht nicht höher. Jetzt bräuchten wir halt wieder Kernholz. So, ist voll. Hau ich hier nochmal die Kohle rein. So, dann kann das Kupfer da rein. Dann habe ich jetzt meine Bronzebarren für den Fermentierer. Um ein bisschen Alkohol herzustellen. Jetzt brauchen wir nur noch Harz. Wo ist die Harzkiste? Harzkiste, da bist du. So, und jetzt können wir den... Ich weiß nicht, ob wir noch H2 brauchen oder nicht. Achso, ich habe das Edelholz jetzt natürlich mir nicht... weil ich es in Sicherheit bringen wollte. Ja, da war was. Wieder mitschleppen. So. 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 Das sind keine Gegenstände, die fermentiert werden können. Was kann ich denn fermentieren? Metmischung. Gesunder Met. Ja, muss ich jetzt Honig fermentieren oder muss ich jetzt Hopfen finden? Ich habe noch keine Ahnung, wie das funktioniert hier. Gegenstand hinzu. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie man Alkohol herstellt. Oder Moment, ist das hier für den Kochtopf? Was für den... Na? Nee, der hat keine Verbindung zum Kochtopf. Das sind keine Gegenstände, die verarbeitet werden können. Ich bin irgendwie enttäuscht von meinem Kochtopf hier. Also ich könnte jetzt Honig und Dings könnte ich zu Dörrfleisch machen. Ja, das hilft mir jetzt aber reichlich wenig. Oder sind das hier die Rezepte, die ich jetzt hier machen muss? Das heißt, ich muss 10 Honig nehmen, ich muss 5 Blaubeeren nehmen, Himbeeren und Löwenzahn. Und krieg dann Metmischung. Willst du mir das damit sagen? Alter, du brauchst ja richtig viel Zeug denn. Wehe, du kriegst da nicht so viel Zeug raus. So, Moment. Ich nehme mir jetzt das hier. Wir haben Honig gesammelt. Brauchte ich noch? Guck ich mal. Vielleicht klappt das ja so. Wollte nur Blaubeeren oder gelbe Pilze. Wir hatten auch ganz viele gelbe Pilze gesammelt. Wo sind denn die ganzen gelben Pilze hin? Mausi, weißt du, wo die gelben Pilze sind? In meinem Magen. Okay, gut. Das heißt, wir haben keine gelbe Pilze. Haben wir da noch Blaubeeren? Nee. Ja, ich hätte sonst noch Kohle, hätte ich noch zur Vergebung. Aber das ist Met des Giftwiderstands. Ja, aber ich will es ja wenigstens mal ausprobieren, ne? Einen Schwanz haben wir und Disteln haben wir auch. Brauche ich nur noch Kohle. Und Kohle habe ich ja drüben hier schon ordentlich an Machen. Ja, instant 10 Kohle gemacht. So, jetzt brauche ich noch die Disteln. Die waren hier irgendwo hier drüben. Metmischung, Giftwiderstand und...
Ah, so wird das gemacht. Okay. Alter, brauchst du denn viel Honig? So, jetzt will ich mal wissen, wie lange das braucht, bis das fertig ist. Das heißt, so würde ich auch, glaube ich, 2 oder 3 hier hinstellen. Das hier geht ja relativ leicht. Das heißt, wir müssen erst das hier herstellen. Dann fermentieren und... Okay. Das heißt, dann kriegen wir erst Alkohol zusammen. Ja gut, dann brauche ich jetzt noch mal weitere 5 Bronze. Ich glaube, 2 Stück würden ausreichen. Einen zweiten Kessel bräuchten wir jetzt auch nicht, oder? Hier, das wäre auch Quatsch. Aber einen zweiten Fermentierer wäre auf jeden Fall dann nicht verkehrt. Alter, dann brauchst du ja richtig viel Honig. Die meisten Rezepte fressen Honig. Moment, wir haben ja hier die Barsche, die am Land lagen. Und Fisch. Ein guter Fang. Kann ich jetzt rohen Fisch hier dranhängen? Ah. Okay, cool. Mal sehen, was roher Fisch bringt. Gebraten. Boah, wie lange braucht der denn jetzt? Weder ist jetzt nur ein Bier drin. Das wird ja dann richtig teuer. Ich sehe es kommen. 16 Folgen. Wir haben jetzt nur mal 5 gekochte Fisch gemacht oder so. Achso, jetzt habe ich jetzt noch die anderen hingehängt. Na, zeig mir doch mal, was man machen kann. 45 Gesundheit, 15 Ausdauer. Okay, das klingt ganz gut. Achso, da liegt ein Fisch. Da lag ein Fisch rum. Gut. Das heißt, wir hätten jetzt auch Fisch zur Verfügung. Mhm. Mir hier echt ein bisschen mehr raus. Aber Marmelade ist eigentlich ganz geil. Himbeeren und Blaubeeren. Da kriegt man 4 Marmelade raus. Ja, ewig und 3 Tage durch den Wald stopfen. Blaubeeren sammeln. Das heißt, wir bräuchten auch am besten noch eine Kochtruhe, denn für Kochmaterialien. Fresse ich jetzt den Fisch erstmal. Wie lange braucht das Ding denn hier? Das ist ja der Wahnsinn. Das braucht relativ lange. Ich will jetzt wissen, ob es sich lohnt oder nicht. Das wäre jetzt hier die Frage. Lohnt es sich oder lohnt es sich nicht? Obwohl, halt, ich muss ja nochmal nachpfeffern hier. Da ist gerade ausgegangen. Kohle, 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 Kohle. So, die 17 kann ich auch nochmal mitnehmen. Und hier reinschmeißen. Okay, das heißt Zinn und Blaubeeren. Ah, das mit dem Essen beschaffen, das wird noch eine ganz andere Nummer. So, ist das Ding jetzt fertig? Wie lange braucht denn das? Das ist ja richtig lange. Das ist ja richtig lange. Hm. Na, oder wenn man packt Honig dazu, dann kriegen wir Metmischung lecker. Aber ich weiß halt nicht, was es macht. Gesundheitsregeneration minus 50. Ausdauerregeneration plus 100.
Also Wildschwein ist okay, ne? Also ist 23, 23, aber frisst halt jeweils einen. Achso, es frisst einen davon und einen davon. Oh, das geht eigentlich. Könnte man ein bisschen Trockenfutter herstellen. Das geht eigentlich. Du kriegst ja zwei raus. Wie viel kann man denn stacken? Brauchen wir mal ein bisschen. Das hat auch viel weniger Gewicht. 20 kann man denn stacken. Also Wildschweine wären da richtig cool. Das ist eigentlich schönes Around-Futter. Ist halt nur die Frage. Was nehmen wir dann noch rein? So, das hier ist schönes Allround-Futter. Das kann jetzt erstmal hier rein. Das ist schon mal fertig. Und Fisch. Gesundheit 50. Da leidet es weniger Schaden durch Gift. Eigentlich bräuchten wir diese gelben Pilze hier. Ausdauer 80. Wenn ich das jetzt so richtig verstehe. Aber warum steht das denn nicht genauso wie hier? Dauer 30 Minuten und so. Wäre natürlich viel geiler. Deswegen will ich ja unbedingt wissen, wie das jetzt hier rauskommt. Mann! Ah, Mausi, das Spiel mobst mich. Oh. Oh. Das Spiel mobst mich. Es ist schon wieder der nächste Tag hier. Aber wenn das jetzt wirklich so lange dauert, ich glaube, ich stelle da 4 hin am besten. Damit überhaupt einer was trinken kann. So. Hier haben wir jetzt auch nochmal ein bisschen Holz needed. Was hast du gesagt? Nix, alles gut. So, schmelzen ist sogar jetzt schon fertig. Man bräuchte jetzt mal wieder Zinn. Ich würde gern wissen, wie lange das braucht. Ja, gut, ich packe jetzt erstmal Honig hier wieder rein. Löwenzahn wissen wir ja jetzt auch. Das wird auch zum Kochen verbraucht. Ja, das Fleisch, das kann ich eigentlich nochmal ein bisschen durchgaren, wa? Können wir nochmal ein bisschen Holz nehmen. Machen wir nochmal. Ein paar Grills drauf. So. Mega Grillheim hier. Das Harz kann hier nochmal wieder rein. Jetzt geht das Kochen richtig los hier. Dass man mit den Hushis nichts machen kann. Ärgert mich ein bisschen. Ja, schon mal Honig holen. Einmal Honig holen. Ah, leer, 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 leer und alles leer. Kein Honig hier oder was? Schweinerei. So, bevor das Kohle ist. So, habe ich das nochmal aufgefüllt so ein bisschen. Wird auch irgendwie nicht fertig, ne?
Na gut, ich baue jetzt noch mal, baue ich jetzt noch einen zweiten direkt jetzt daneben. Ja, machen wir mal. Das heißt, ich brauche jetzt noch mal 5 Bronzebarren. Dann gebe ich das Zinn hier schon wieder aus. Achso, Kupfer fehlt ja noch. Einmal rüber hier. Zinn nochmal zu Bronze. Dann kann ich hier nochmal. Zack, dann nehme ich mir 5 Stücke raus. Bezüglich, nee, ich muss ja nochmal erstmal. Eigentlich ein bisschen Edelholz holen, ne? Das Ding wird irgendwie nicht fertig. Braucht das vielleicht einen ganzen Tag, bis es fermentiert ist? Ich weiß es nicht. Können wir mal Holz holen. Sieht so aus, als wenn da hinten die Erde auf mich zuläuft. Was denn? Hast du zu viel Alkohol hier getrunken? Ja, ich glaube schon. Also TP-mäßig wird mir keiner so schnell was vormachen. Bloß ausdauermäßig, das kommt halt nicht. Ah, ich dachte, wir haben jetzt da so geile Rezepte mit irgendwie mit ein bisschen Ausdauer oder so. Und bis jetzt habe ich da nur eins gesehen, was man sagen könnte. Jo, das passt. Ah, na gut. Dann nehme ich hier nochmal ein bisschen Edelholz mit. Weil jetzt höre ich eigentlich auch relativ viel live, aber halt immer noch nicht mehr Ausdauer. So, mal mitnehmen. Ich mache mal auch klein. So. Hallo Bambi. Ah, Löwenzahn ist ja dann jetzt auch mega wichtig zu sammeln. Da werden wir ja richtig zur Kräuter-Oma-Maus. Standard? Aber mit dem gekochten Fisch kommt schon gut auf gut was raus. Bin schon bei 115 live. So. Nächste Birke. Immer mehr Birken. Au, ab. Ich bin am Holz sammeln. Wir brauchen gutes Holz. Jetzt habe ich schon wieder 30 Edelholz. Hier ist noch eine Hütte. Oh, die ist leer. Hatten wir, glaube ich, schon mal. Auf mein Inventar. Einen Baum könnte ich vielleicht noch schaffen. Alge hohl macht die Birne hohl. So, nicht wegrollen. Ja, siehst du, das Ding ist zu stabil, Kollege. Das wusstest du, ne? Ja, jetzt bin ich zu voll. Haben wir noch wir haben hier noch Edelholz. Jetzt kommt doch noch alle her hier. Schlimm mit euch. Ich bin noch genährt.
Na gut, das muss ich jetzt erstmal liegen lassen, sonst kann ich mich nicht bewegen. Sonst kann ich mich nicht bewegen. Aber das Zeug wirkt dann halt hoffentlich auch 30 Minuten, so wie es da steht, ne? Also beim Wildschwein Honig geröstet da. Das ist auf jeden Fall so. Warum liegt hier jetzt einmal Holz? Wieso? Warum? Das weiß das Holz noch nicht. So. Das Ding ist immer noch nicht fertig. Ey, wenn das jetzt nicht 200 Liter Holz... Holz sei schon. Miet raushaut, dann bin ich hier aber wirklich arg traurig. So, die 5 kriege ich noch gerade so mit. Einmal überladen hier rum. So, kann ich nochmal das normale Holz hier reinschmeißen. Kann ich mich auch schon wieder bewegen. Jetzt brauchen wir noch einmal Harz. Dann bauen wir noch einen Fermentierer dahin. Man kann halt auch nur eine Mischung reinmachen, ne? Ist da jetzt irgendwie was hinten kaputt gegangen oder warum liegt da jetzt Holz? Das ist doch nicht so hoch. Hm, keine Ahnung. Ja gut. Das heißt, ich muss dann halt erstmal sammeln gehen, damit wir dann irgendwie was herstellen können, was wir dann nochmal zu Alkohol, macht die Birne holen machen kann. Noch habe ich ein bisschen was zu essen. Das heißt, wir müssen dann auch wirklich viel Honig sammeln. Gelbe Pilze brauchen wir dann auch ordentlich. Weil ich denke mal, das wird dann eine Ausdauermet. Das heißt Himbeeren und gelbe Pilze. 80 Ausdauer, der wird wohl wahrscheinlich am wichtigsten. Gesundheit und Ausdauerregeneration sind verringert. Köstlicher Met. Aber hier steht Ausdauerregeneration, aber hier steht Ausdauerregeneration plus 100. Das ist verwirrend. Mausi, das Spiel verwirrt mich. Okay. Du akzeptierst es einfach so, wa? Okay. Dann sei doch verwirrt. Mir doch egal. Ich steig da noch nicht so ganz durch. Aber das kommt noch. Noch. Bald. Wie auch immer. So, dann kann ich das da schon mal raussammeln. Dann kann das nämlich hier rein. Und ja, irgendwie... Das wird nicht fertig. Gut, dann gehe ich schon mal Ausrüstung reparieren. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier an dieser Stelle schon mal einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Hoffentlich mit fermentiertem Bier wieder. Also, schaltet wieder ein. Und bis denn. Tschüss.